So, ihr habt euch jetzt hoffentlich alle gestärkt, draußen an der sommerlichen, warmen Sonne. Wir starten jetzt den zweiten Teil, werfen den Blick in die Zukunft mit Gerd Leonhardt. Ich möchte ihn ganz kurz vorstellen, unseren Keynote-Speaker des heutigen Nachmittags. Gerd Leonhardt studierte Theologie. Er arbeitete dann später 10 Jahre lang als professioneller Musiker, Komponist und Produzent und wurde, wie er selber geschrieben hat, dann vom Internetvirus angesteckt. Das Wall Street Journal bezeichnet ihn als einen der führenden Medienfuturisten der Welt. Bereits 1999 sagte er, ich zitiere, Musik wird sein wie Wasser, überall erhältlich und zu einem festen und günstigen Preis aus dem Internet herunterladbar. Zitat Ende, das war rund 12 Jahre vor dem Start von Spotify. Als Futurist arbeitet Herr Leonhardt heute bei Firmen wie Google, Nokia, Orange oder YouTube als strategischer Berater. Er ist viel unterwegs, hat mittlerweile mehr als 1300 Konferenzen über Zukunftsthemen referiert. Ich würde Gerd Leonhardt gerne mit einem Applaus begrüßen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch über dieses Zukunftsforschen, da kann ich mir etwas vorstellen. Futurist habe ich so im ersten Anlauf etwas mehr Mühe. Ich habe dann mir überlegt, wir sind heute hier in diesem Vindonissa, die Zukunft voraussehen, das ist ein uraltes Thema. Vor 2000 Jahren, Römer, Griechen, wo gingen die hin, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen? Zum Orakel. Ja, wo sie dann geweissagt wurden und Seher in die Zukunft vorausgesagt haben. Ist ein Futurist so etwas wie ein moderner Seher und Wahrsager, Herr Leonhardt? Ich selber nicht, aber andere vielleicht schon. Also ich sehe es mehr als Voraussicht. Es gibt ein besseres Sprichwort also aus China, wo gesagt wird, wenn ihr die Zukunft wissen wollt, fragt eure Kinder. Ja. Sehr schön. Die wissen das nämlich. Viel Vergnügen. Danke. Okay, ist schön, heute bei euch zu sein. Ich lebe seit 13 Jahren in Arlesheim, Basel-Land, habe seit 2 Jahren meinen Schweizer Pass. Also, wenn ich über die Schweiz rede, rede ich über mich, nicht über euch, rede ich über uns. Ursprünglich bin ich aus Bonn, aus Deutschland. Ich habe 17 Jahre in den USA gelebt, zum Höhepunkt der Internetzeit, habe die ganze Internetbubble mitgemacht. Also wenn ich zu schnell rede, dann liegt das daran, dass ich in Amerika war. Wenn ich zu stark auftrete, liegt das daran, dass ich aus Deutschland komme. Was die Schweiz betrifft, werde ich jetzt keinen Kommentar dazu loslassen. Also als Zukunftsforscher würde ich mich nicht bezeichnen. Ich arbeite an Zukunftsprojekten, die in den nächsten 5 Jahren stattfinden. Und vieles von denen weiß eigentlich jeder, nur dass wir meistens keine Zeit haben zu schauen. Also wenn wir vor 10 Jahren jemand gefragt hätten, sagen wir mal Ende der 90er Jahre oder Anfang 2000, was passiert mit dem Musikbusiness in der Zukunft, da hätte jeder 15-Jährige schon gesagt, die Musik zieht in die Wolke. Ja? Napster und so weiter, damals schon. Und heute ist Musik einfach ein Mausklick. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch noch CDs kauft, aber wenn ich meinen Kindern eine CD zu Weihnachten gebe, dann sagen die, du musst den Therapeuten bestellen. Es ist ganz klar so, dass manche Sachen voraussehbar sind und auch in einem kurzen Zeitraum. Einige davon werde ich mit euch teilen. Grundsätzlich ist mein Ansatz eben nicht, von heute in die Zukunft zu gehen, weil das ist meistens falsch, also zu extrapolieren. Ja? Sondern mein Ansatz ist, rückwärts zu gehen von der Zukunft, wie sie tatsächlich sein wird. Und da brauchen wir eigentlich nicht weiter gucken. Es gibt unheimlich viele Beispiele, zum Beispiel das selbstfahrende Auto von Google, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja. Das war eigentlich auch schon lange klar, dass es passiert. Und heute kann man eigentlich mit Gewissheit sagen, dass die Zukunft des Autos ist, erstmal kein Auto zu haben, ja, ein Auto zu leihen, ein Auto zu teilen oder, wenn es dann verfügbar ist, mit einem selbstfahrenden Auto zu fahren. Und das ist natürlich eine bittere Pille für Leute, die im Autobusiness sind. Also wenn ihr der CEO von Porsche seid, hört sich das nicht sehr gut an. Ja. Aber die Zukunft so zu sehen, wie sie ist und davon rückwärts zu arbeiten, das möchte ich euch heute vorschlagen, dass wir gemeinsam tun. Dann können wir auf die Idee kommen, was mit Kultur passiert in der Zukunft.
Denn viele von den Entscheidungen, die ihr hier trefft, müsst ihr ja auch oft 5 bis 8 Jahre im Voraus treffen. Also wenn es um Programme geht, Fördergelder, Anträge und so. Ihr müsst also selber auch eine Art von Zukunftsforscher sein für diese Arbeit. Also es geht heute dann weniger um meine Rezepte für eure Zukunft, weil das wäre eigentlich fast immer falsch, sondern es geht um euer eigenes Entdecken. Und das ist für jeden Bereich anders. Also ob ihr jetzt in der Archäologie unterwegs seid, oder Denkmalschutz oder Büchereien oder Filmförderung oder wie auch immer, ist es, glaube ich, für jeden Bereich auch ein bisschen anders. Deswegen heute die Gliederung. Die erste Frage ist, was passiert grundlegend in den nächsten paar Jahren? Das ist so der Kontext, der neue Kontext von Kultur und Förderung, neue Möglichkeiten und dann einige Gedanken zum Thema Kulturvermarktung und dann die Diskussion, die wir dann gemeinsam haben werden. Zunächst einmal, wir brauchen eigentlich sowohl den Schmerz als auch die Freude, um uns zu verändern. Wenn einige von den Dingen, die ich euch sage, angsterregend sind, dann ist das Absicht. Es ist eben nicht, weil ich aus Deutschland bin, sondern es ist absichtlich so, ja, weil wenn wir uns keine Sorgen machen, verändern wir auch nichts. Das ist wie eine gute Beziehung sozusagen. Also wenn es niemals Sorgen gibt, dann kann gut sein, dass es irgendwas nicht stimmt. Ja. Man muss auch ein bisschen Schmerz fühlen können, um eben auch Liebe fühlen zu können. Das heißt, um die Zukunft zu sehen, müssen wir auch sehen, was heute uns Sorgen macht und uns vielleicht in Bedrängnis bringt. Also der erste Punkt, was kommt in den nächsten 5 Jahren? Ganz sicher habt ihr ja schon diverse Geschichten gehört in der Vergangenheit, was zum Beispiel das selbstfahrende Auto betrifft. Man sieht hier unten den Film Total Recall, Schwarzenegger, ja, wo das bereits vor 25 Jahren in dem Film bereits aufgetaucht ist. Heute haben wir bereits Taxis in Las Vegas, die selbstfahrende Autos sind, ja, ab nächsten Monat das Google Auto. Das belehrt uns ein bisschen, dass es oft länger dauert, als wir dachten. Zum Beispiel in Science Fiction gab es ja schon oft fliegende Autos, selbstfahrende Autos. Ja. Aber wenn es dann so weit ist, wird es größer, als wir jemals gedacht haben. Wer hätte gedacht, dass wir heute in unser iPhone reden können mit einer App, die heißt Say Hi, kennt ihr vielleicht? Ja? Dort kann ich in Realtime, also in Echtzeit, hineinreden, also nicht auf Schweizerdeutsch, aber auf Deutsch. Ja? Und dann kommt es raus in 25 verschiedenen Sprachen, gleichzeitig. Ich war neulich in Japan und habe mich den ganzen Abend mit Japanern unterhalten damit. Ja? Ich habe auf Deutsch reingesprochen, die auf Japanisch zurück in die gleiche App. Ja? Das ist Science Fiction. Es dauert oft länger, als wir denken, und das ist für Kultur extrem wichtig. Wir denken nämlich oft, dass es eigentlich schon viel zu lange dauert und deswegen nie passiert. Zum Beispiel der Untergang des Buchs, ja, des Buchhandels, der Zeitungen. Ja. Wir haben schon vor 10 Jahren gesagt, dass die Zeitungen sterben. Aber deswegen ist es trotzdem nicht so, dass es nicht wahr ist. Es hat nur länger gedauert. Jetzt merken wir schon jedes Jahr, dass bei Zeitungen das große Sterben eigentlich jedes Jahr schlimmer wird. Ja. Das heißt, die Werber ziehen woanders hin, die Abonnenten benutzen das iPad. Ja. Heißt das, dass wir in der Zukunft nicht mehr drucken werden? Ich glaube nicht, aber sicherlich ist in Zeitungen als Druck zu investieren nicht unbedingt eine gute Idee. Ja. Bücher sind ein bisschen anders, ich komme da gleich drauf zurück, aber ich glaube, dass wir das überlegen müssen, was das Timing betrifft. Jetzt gibt es bereits Software, zum Beispiel hier eine Software, die heißt Narrative Science, die schreibt Artikel. Das ist quasi der Roboter-Journalist. Ich kann also da hingehen und sagen, schreib bitte einen Artikel über den Kanton Aargau, und den macht er in 14 Sekunden. Ja? Da hat er natürlich keine Meinung oder keinen menschlichen Humor oder irgendwie sowas. Der schreibt nur faktische Artikel. 10% von Forbes Magazin wird mit dieser Software geschrieben. Das heißt, wenn es um Fakten geht, werden uns Computer austrumpfen. Hier ist ein super Beispiel von Skype. Ihr seid ja wahrscheinlich, viele von euch sind Skype-Nutzer. Hier ist, was Skype in 2 Monaten auf den Markt bringt. That future is here. With a Skype translator, it all starts just as with any other Skype call. You just call someone. But now the difference is, the person you're calling doesn't have to speak your language. Die ich dir gestern geschickt habe. But I wanted to talk to you about the email that I sent you yesterday. Brauchst du noch irgendwelche Änderungen? Do you need any changes? There was one thing though. Could you change the green to a lighter shade? Könnten Sie das Grün durch einen helleren Farbton ändern?
Okay, ihr versteht die Idee. Das ist relativ trivial, obwohl es auch sehr schwierig ist eigentlich. Aber in der nahen Zukunft werden wir alles, was wir um uns herum haben, in alle Sprachen real-time übersetzen können. Also Video, Audio, Text, ja? Kassetten, Audio-Tracks fürs Museum mit Software. Ja? Das heißt, dort wird sich einiges radikal verändern. Und oft haben wir eben das Gefühl, dass in dieser Welt sich Dinge exponentiell verändern. Es gibt ein Sprichwort von Hemingway, der gesagt hat, how does a man go broke? Gradually, then suddenly. Ja? Und dieses Sprichwort, das betrifft uns sehr, weil wie verändern sich Dinge heute, ist sehr graduell zuerst und dann sehr plötzlich. Das merken wir jetzt zum Beispiel beim Nutzen von Tablets und von mobilen Geräten. Hat lange gedauert, aber jetzt auf einmal verändern sich die Verhalten von Konsumenten damit. Ja. Und da können wir sehen, hier diese Grafik zum Beispiel zeigt, wie lange es braucht, bis Computer ein ähnliches, ja, Intelligenz kann man jetzt nicht sagen, eine ähnliche Leistung haben, ja, wie ein Gehirn. Und da ist diese animierte Grafik, die zeigt, wie das lange dauert, ja, wo das schon angefangen hat und jetzt auf einmal in den letzten paar Jahren explosiv, boom, sind wir da. Ja. Das heißt, diese exponentielle, darauf müssen wir uns einstellen. Das ist euer Thema, wie ihr in der Zukunft Kultur fördern müsst. Ja. Das ist exponentiell. Auch wie diese Dinge verändern, wie sich Menschen verändern. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wenn wir normal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, ist fast das gleiche wie 1, 2, 4, 8, ja, mehr oder weniger. Aber zwischen 4 und 8 ist ein großer Unterschied zu 16, ja, und nicht 5. Das heißt, wenn wir linear denken, sagen wir, ja, in 2 Jahren gibt es eine kleine Veränderung, aber in 2 Jahren ist die Veränderung doppelt so groß oder 3-mal so groß wie heute. Wir müssen also exponentiell denken, also in gewisser Weise sind das, der Warp Drive ist Technologie und wir sind die Schnecke. Weil Menschen bleiben linear. Das ist auch gut für euch. Das ist, darauf kommt es ja an im Endeffekt. Ja. Aber unser Kontext verändert sich exponentiell. Wir denken deswegen nicht schneller, weil wir twittern. Wir können nicht mehr Freunde verkraften, weil wir Facebook haben. Ja. Man kann sozial strukturgemäßigt nur 150 Leute in seinem Tribe, in seinem Stamm haben. Daran ändert auch LinkedIn oder Facebook nichts. Ja. Das ist unsere Kapazität. Das ist ein super Vorteil für alles, was wirklich vor Ort stattfindet. Ja, weil das ist nicht vergrößerungsfähig. Ja, das ist ein super Pluspunkt, aber eben in dieser Diskussion ist es ganz klar, dass wir zu einer digitalen Transformation gehen, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Zum Beispiel das ganze Thema, wie wir Geräte benutzen, was wir damit tun. Apple hat gerade Apple Pay rausgebracht, wir können in der Zukunft einfach mit dem Handy da drüber wischen und bezahlen. Das ist ja schon lange angedacht, aber jetzt ist es endlich da. Die ganze Diskussion über zum Beispiel, wie wir online lernen und das alles, das sind alles Dinge, die auf einmal da sind, digitale Transformation. Und euer Bereich ist natürlich ganz in dieser digitalen Transformation enthalten. Ja? Weil die zukünftigen Besucher der Museen, Büchereien und Kinos und wie auch immer, sind natürlich die Generation Y, also die Millennials, wie man sagt, ja, also die jetzt ungefähr 25, 30 sind und dann die Generation Z, also mein Sohn zum Beispiel, der 20 ist. Ne. Also alle so, sagen wir zwischen 15 und 45, gehören in diese neue Generation, die digitale Generation. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine Konvergenz, die ist teilweise sehr positiv, teilweise auch sehr furchterregend. Konvergenz zum Beispiel von Online und Offline. Die meisten von euch haben ein Gerät in der Tasche, was immer online ist. Ja, das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht mehr, ob wir online oder offline sind. Offline ist ein mentaler Zustand, ja, wo wir nicht gerade das Gerät benutzen. Das Internet wird wie Wasser. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich immer connected. Wir können immer irgendwas googeln, nachschauen, teilen, Location, also ist es immer da. Ja? Die totale Konvergenz. Es gibt kein Online-Marketing zum Beispiel. Das ist alles total verschmolzen. Wenn wir zum Beispiel nicht irgendwo einen Vortrag halte, dann schaut mich jeder vorher auf LinkedIn nach, bevor ich überhaupt auf die Bühne komme. Macht ihr wahrscheinlich auch oft, ja, wenn ihr Leute trefft. Die Konvergenz von digital und physisch. Das ist für euch auch eine super gute Nachricht natürlich.
Weil alles, was digital wird, wird auch eine Commodity, sogenannte Commodity. Das heißt, wenn wir auf Spotify 10 Millionen Songs haben, dann ist der eine Song proportional gesehen nicht mehr so viel wert. Weil ich habe 10 Millionen zur Auswahl. Aber eine Kirche oder ein Denkmal oder ein Abendessen oder eine Therapiesession oder wie auch immer, ist keine Commodity, weil sie einmalig stattfindet, weil sie physisch ist. Da besteht ein großer Unterschied dazwischen. Die Konvergenz von Cyberspace und, wie man in der Internetsprache sagt, Meatspace, das sind wir. Ja. Manche sagen auch Wetware, also nass, nicht Software, sondern Wetware, also wir selber, nasse Ware. Die Konvergenz von diesen zwei Sachen findet jetzt statt, indem dass wir eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was jetzt da getrennt noch sein soll. Ja. Also das ist für Leute, die 15 sind, total normal. Ja. Face Recognition beim Einkaufen. In Japan geht man auf ein Date und schaut sich sein Date auf dem Facebook-Profil an, während man redet. Ja. Kein Problem. Mensch-Maschine-Konvergenz, lokal und global. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn ihr mit einem 16-Jährigen redet heute, der weiß genau, der kann für 24 Euro nach Marrakesch fliegen oder für 24 Euro mit der Straßenbahn nach Zürich fahren oder wie auch immer. Ja. Also er weiß, er hat ein globales Gehirn. Ja. Der weiß auch, was vor sich geht um uns herum. Der hat auch globale Möglichkeiten, Dinge zu sehen auf YouTube, auf Twitter oder wie auch immer. Ja. Also unsere Gehirne sind global vernetzt. Und deswegen fragmentieren wir uns auch immer mehr. Wenn ihr seht zum Beispiel, dass die meisten Kids, die jetzt zu Hause ausziehen, zwischen sagen wir 18 und 25, die haben keinen normalen Fernsehanschluss mehr. Die holen sich eine schnelle Internetverbindung und schauen darüber fern. Die leben globaler als wir. Das heißt ganz klar, dass in dieser Kombination, diesem Handshake von Technologie und Mensch, ganz neue Möglichkeiten entstehen. Auch ganz neue Furcht natürlich entsteht, dass eben genau diese Technologie uns überholt oder uns vereinnimmt. Ja. Zum Beispiel mit digitalem Geld, was jetzt kommt. Schweizer Banken fürchten das natürlich sehr. Wenn wir digitales Geld haben, brauchen wir die Banken nicht mehr so, wie wir sie heute brauchen. Ich kann bereits über TransferWise, das ist ein Online-Service, meinem Sohn nach Amerika für einen Dollar das Geld schicken. Wenn ich es mit der Credit Suisse tue, 28 Franken und dauert 4 Tage. Ja? Das heißt also, dieser Unterschied in dieser Überlappung, da entstehen sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile für Leute, die halt in diesem Feld zu Hause sind. Für euch denke ich zum Großteil nur Vorteile. Was natürlich hier passiert als Herausforderung, ist, dass einfach mehr Optionen da sind. Mehr Optionen für Zeit zu verbringen, mehr Optionen für Geld auszugeben, mehr Optionen, irgendwas nicht zu tun. Das ist eine Herausforderung. Das heißt, wir haben jetzt auch diese ganze Revolution, wenn ihr mit dem Internet aufgewachsen seid, mit Computern, dann war das mit Tippen. Ja, das ist in 2, 3 Jahren vorbei, wir werden nicht mehr tippen. Weil wir können jetzt auch, könnt ihr schon selber ausprobieren, auf dem Handy, also mit Google geht das bereits, oder mit Siri natürlich, oder auf dem Computer, wenn ihr ein Apple habt, Sprachkontrolle einschalten, losreden. Also wir werden unser Computer mit der Stimme kontrollieren. Das heißt, wir werden auch nicht mehr suchen, indem wir sagen Museum Aargau oder sowas, ja? Sondern der Computer weiß bereits, was unser gesamtes Profil von Aufmerksamkeit und von Interessen ist und wir reden einfach. Ja? Das heißt, das Interface von Reden wird alles verändern, wie das aussieht. Hier ein Beispiel von Motorola, von Google, wie diese Wristwatch, also die Smartwatch in der Zukunft, das verändern wird. That does that? Just got a jellyfish warning. Wanna try counting? Let's go to Zuma. Morning, kids. Also die Armbanduhr zeigt mir quasi die aktuellen Informationen, die ich normalerweise auf dem Handy sehen würde, zeigt es mir hier an. Ja? Stellt euch vor, wenn ihr das im Museum anzieht. Könnte das Objekt im Museum verbunden sein und mir die Informationen hier zeigen, die ich normalerweise auf meinem Headset kriegen würde. Oder ich könnte hier ein Update bestellen oder was hinunterladen oder eine Meinung abgeben oder abstimmen oder so. Ja? Aber trotzdem ist es natürlich auch eine andauernde Ablenkung. Ja?
Also das wäre jetzt der Grund, warum ich das nicht kaufen würde. Andauernd irgendwas hier passiert. Ja? Passiert sowieso schon zu viel. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Dann gibt es immer mehr Versuche, eben menschliche Funktionen durch Software oder durch Roboter und Maschinen zu ersetzen. Hier ist ein Beispiel, was gerade finanziert wurde auf Kickstarter, glaube ich, für 3 Millionen Dollar, von Fans finanziert wurde. This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. Also ihr kriegt die Idee, das kann man natürlich nur in Amerika erfinden, sowas. Man fragt sich dazu, ob man überhaupt noch eine Familie braucht, wenn man Jibo hat. Oder eine Frau, oder könnte man auch weiterdenken natürlich. Aber das ist ein ernstes Projekt. Ja? Also eine menschliche Funktion, nämlich jemand, der dabei ist, durch eine Maschine zu ersetzen. In Japan gibt es bereits 1 Million Roboter, die als Haustier funktionieren. Als elektronische Hunde, denen man sogar sagen, wann und wie sie bellen sollen. Die lernen das. Ja? Das ist bereits Realität. Also da müssen wir uns überlegen, was passiert eigentlich hier in dieser Welt. Und ich beschäftige mich relativ viel dafür. Und ich glaube, dass virtuelle Erlebnisse und digitale Inhalte nicht das Verlangen nach wirklichen Erleben vernichten oder verringern, sondern vielleicht verlagern, vielleicht verspäten manchmal oder vielleicht den Weg dorthin verändern, ne? Aber nicht grundsätzlich das verändern. Zum Beispiel das Spiel, ihr kennt vielleicht das Spiel Guitar Hero, das war so vor ein paar Jahren ziemlich aktuell, so ein PlayStation-Spiel, ja, wo man mit einer Plastikgitarre, ich bin früher Gitarrist gewesen, also für mich ist das nicht interessant, aber spielen konnte. Und Guitar Hero hat dazu geführt, dass in den paar Jahren, wo Guitar Hero bekannt war, bis zu 10% mehr Gitarren verkauft wurden. Also die Leute haben es virtuell gemacht, aber dann doch gesagt, ich würde schon lieber ein bisschen weitergehen. Also es gibt eigentlich keine Ersatzfunktion, aber es gibt natürlich einen ganz wichtigen Punkt, sie verändern das Herausfinden von dem, was drumherum ist. Sie verändern die Entscheidungsketten, die Vermarktung auch, das Auswählen. Das heißt, Leute werden, glaube ich, nicht den Besuch beim Museum oder bei einem Denkmal oder in der Landschaft überhaupt oder in der Bücherei, an der Bücherei vielleicht schon, da reden wir gleich drüber, aber die werden es nicht ersetzen dadurch, ja? Sondern sie werden darüber nachdenken, ob sie, wie sie genau, was sie dort tun und was sie, wie genau sie das verknüpfen können mit ihrem Alltag. Das ist kein Ersatz. Also wir gehen in eine Zukunft, die weit beschrieben wird als die sogenannte Experience Economy. Ja? Also eine Zukunft, in der wir alles, was eine wirkliche Erfahrung ist, wesentlich höher ansetzen als das, was um uns herum weit verfügbar ist. Ja, zum Beispiel Nachrichten, Filme, Musik, die Netflix und Google und Spotify, das ist alles jetzt riesig groß, die Auswahl. Ja. Bei BitTorrent kriegen wir nach wie vor immer noch alles zum Runterladen, wie wir wollen. Das ist alles weitflächig da, das heißt, das Eintauchen und das Erleben wird immer wertvoller. Man könnte also sagen, desto mehr Dinge digital werden, desto mehr werden sie für uns ja nicht billig, aber alltäglich. Ja? Oder wir gewöhnen uns daran, dass sie da sind. Ja? Das heißt, das tatsächliche Erfahren wird immer wertvoller. Sieht man auch zum Beispiel bei Festivals, Konzerten, bei großen Events, ja, die eigentlich auch alle bergauf gehen. Ja? Weil dort findet eine physische Erfahrung statt. Zum Beispiel ist es ähnlich beim Lernen. Man kann auf dem Internet alles lernen über Coursera oder Khan Academy oder YouTube. Ja. Aber es ist nicht wirklich Lernen, bis man darüber gesprochen hat oder es eingesetzt hat. Ja. Also deswegen geht man ja auch zu einer physischen Schule immer noch. Okay, das heißt, wir haben hier zum Beispiel bei diesem Film, kennt ihr vielleicht Life of Pi, das Leben des Pi, kennt ihr vielleicht den Film. Die Premiere war in Paris in einem Theater, einem Kino, wo man das nachgestellt hat, wie er dort auf dem Meer unterwegs ist und was da passiert. Das heißt, die Kinozuschauer sind ins Boot gestiegen mit richtigem Wasser und allem drum und dran, um den Film quasi mitzuerleben. Ja? Ich glaube, das Ticket war 5.000 Euro für das Boot. Ja? Natürlich ausverkauft innerhalb von 2 Stunden. Also
diese Erfahrungsökonomie. Und jetzt sehen wir auch um uns herum, dass Dinge, die früher irgendwie Produkte waren oder Gegenstände wie Bücher, die sind jetzt digitalisiert. Ja? Zum Beispiel Kindle, Amazon bietet jetzt eine Flatrate an, ich glaube 10 Euro im Monat, für 2 Millionen Bücher. Genau wie Spotify für Musik. Ja? Ihr könnt also unlimited, ihr könnt 2 Millionen Bücher lesen, müsst ihr schnell lesen pro Monat. Aber dann wird also der Inhalt wird zur Erfahrung, es geht um die Erfahrung. Ja? Nicht so sehr um den Transport von diesem Inhalt. Es gibt neue Generationen von Büchern, das ist super interessant für Büchereien. Zum Beispiel hier ist ein Buch, das 80 Tage um die Welt darstellt als Multimedia Experience. Going around the world. Okay, so what are we going to pack? Well, in the apartment on this playthrough, we've got a timetable. We definitely want a timetable. Off my iPad, yeah, okay, yes. So that's train timetables, and then I think we'll take a pack of playing cards. Yeah. And maybe this box of ejected cigars. Also ein Buch als Spiel quasi. Hier ist ein Buch namens Wasteland, das ist Poetry, wo man verschiedene Varianten sich vorlesen kann von verschiedenen Actors und so weiter. But I can also have the poem read to me. So let's touch the icon down the bottom there. We've got a bunch of different people, one of whom is Alec Guinness. April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull... Versteht die Idee? In diesem Beispiel kann man sich sogar selber verdrahten, um zu schauen, wie das Buch darauf reagiert. Also man zieht so ein Outfit an, was die Körpertemperatur misst, und dann verändert sich die Gestalt des Buches beim Lesen. Ja, und das Anfassen und die Farben drumherum. Also mir scheint das ein bisschen aufwendig zu sein, aber neue Generationen von Büchern. Also natürlich sind das keine Bücher mehr, es sind elektronische Artikel. Ja. Aber ich glaube, das sind Dinge, die in der Zukunft auf uns zukommen. Ja. Technologie wird wie Wasser. Also wird auch immer billiger und immer einfacher. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass zum Beispiel in Indien das Tablet, was Leute dort kaufen, das Akash-Tablet, das kostet $30. Ja. Das ist kein Apple natürlich. Ja. Das verkauft sich 2,7 Millionen Mal pro Woche. Ja. Das heißt, diese Technologie wird immer billiger und es wird wie Wasser. Und im Endeffekt ist es so, dass aber trotzdem noch diese Art von Menschlichkeit immer noch ganz weit entfernt ist. Und zum Beispiel, wenn wir mathematisch schauen, was passiert, eine Sekunde in meinem Gehirn, dafür brauche ich 82.000 Prozessoren in einem Supercomputer, um eine Sekunde in meinem Gehirn nachzuahmen. Wir sind also noch weit von dem entfernt, wirklich Menschlichkeit mit Computern zu ersetzen. Man sagt, dass es vielleicht in 30, 40 Jahren soweit ist. Also ich hoffe nicht, aber wer weiß. Das bedeutet eben für uns auch, dass diese Menschlichkeit der wichtigste Faktor ist. Ja? Denn für die wichtigsten Dinge im Leben gibt es eigentlich noch keine Apps. Ja? Also die Antwort ist ja immer, wenn man in Silicon Valley ist, sagt, there is an app for that. Ja? Also es gibt 28 Apps, um sich scheiden zu lassen, falls ihr soweit seid. Aber es gibt nicht für alles Apps. Ja? Also für die Erfahrung von Kultur oder für ein Erlebnis gibt es eigentlich keine App. Ja? Aber vielleicht für das Vermitteln und für das Verstehen schon. Wir sehen auch, dass jetzt wir uns in dieser radikalen Kurve aufwärts bewegen, dass eigentlich immer mehr Know-how und Wissen verfügbar ist. Also nicht nur Sprachen, sondern ich kann alles finden zu jeder Zeit. Und das ist eine ganz neue Situation für Leute, die was recherchieren wollen, zum Beispiel diese Knowledge Doubling Curve, die man sagt, ja, wo man durch Keywords und so alles finden kann. Cloud Computing, ja, alle Informationen, alle Daten, alles Wissen, alle Medien sind in der Wolke erhältlich. Ich kann auf YouTube oder auf vielen Online-Fernsehsender eigentlich finden, was ich will. Wenn ich nur den ganzen Tag Motorradfilme anschauen will, das kann ich, ja? Kein Problem. Wenn ich Archäologe bin, kann ich auch genug finden darauf, wenn ich Keynote-Speeches will, also in jeder Art und Weise verfügbar sind in der Zukunft. Das ist also unser Schicksal. Ja? Kultur geht von diesem Wasserglas, wo einige Fische drin geschwommen sind, eine riesige neue Fishbowl. Das heißt, auf einmal sind wir umgeben von Technologie, ja, von Marketing, ja, von soziologischen Faktoren, ja, von Hardware. Also das gehört alles zusammen auf einmal. Nur dass natürlich Kultur
ja nicht als Information erfasst werden kann. Da sind keine Nullen und Einsen. Das heißt, wir sind in dieser Herausforderung zwischen Mensch und Maschine, zwischen Technik und Menschsein, da besteht auch die größte Möglichkeit für uns im Kulturbereich. Das heißt, jetzt sehen wir zum Beispiel den Vormarsch der Bildschirme. An jeder Ecke sind Bildschirme, ob es jetzt im Auto ist oder Handys oder mobile Geräte, und das wird noch dramatisch zunehmen. Google Glass zum Beispiel ist wohl nicht mehr ganz so aktuell. Ich habe das Gefühl, dass sie das fallen lassen werden. Aber der Gedanke, eben auf meiner Brille das Internet sehen zu können, der bleibt bestehen, oder eben auf meiner Kontaktlinse. Ja. Da gibt es auch schon Projekte dazu. Das heißt, wir werden ganz sicherlich auch Büchereien ohne Bücher sehen. Gibt es ja schon Pilotversuche in Amerika. Also ob das die Zukunft ist, könnte sein. Also ich bin beim Print eher pessimistisch, einfach wegen den Kosten von Print. Mittlerweile ist es ja so, dass Amazon zum Beispiel mehr Kindle-Bücher verkauft als Print. Wir werden in der nahen Zukunft auch eben Abo-Modelle sehen, wo wir für 50 Franken im Jahr unlimited mieten können, Bücher. Also Zugang zu Büchern bekommen. Das heißt, also die Vertriebsfrage ist da sicherlich gelöst. Was mit Apps passiert, zum Beispiel auch das Tate Museum in New York, zum Beispiel auch einen Fernsehkanal aufbaut, das ist ganz sicherlich in Zukunft. Visualität ist der neue Text. In gewisser Weise ist es furchterregender Gedanke, dass eigentlich immer mehr als Foto und als Video ausgedrückt wird. Also wenn wir auf dem Tablet unterwegs sind, können wir eben auch interaktiv sein und Fotos sehen. Im Buch ist das ein bisschen schwierig. Ich kann ja im Buch keinen Link anklicken oder sowas. Das ist ja genau das Gute an einem Buch eigentlich. Aber wie man dieser Szene sehen, ja, Kevin Kelly, der Gründer von Wired, sagt dazu, dass wir von Reden zu Büchern, Literacy, zu Visuality, mit Z schreibt er das, gehen. Das heißt, alles wird visuell. Alle Medien werden visuell. Das, glaube ich, ist eigentlich eine gute Entwicklung, aber eben auch vielleicht besorgniserregend, wenn wir in die Zukunft schauen, wie dieser Professor hier sagt. Er sagt, dass wir in eine Zukunft gehen, in der er sagt, dass wir eine Verbal Society werden, also eben alles mit Stimme kontrollieren. Ja. Er sagt voraus, in 2050 gibt es nichts mehr zu lesen. Weil wir befehlen mit Stimme und die Stimme liest uns vor. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube eher nicht. Aber es ist sicherlich auch ein Trend, zum Beispiel zu sagen, ich lese zum Beispiel das Economist-Magazin nicht in Print, sondern ich lasse mir das vorlesen, weil Economist gibt es eine App, wo man das anhören kann. Das heißt, ich lese die Zeitung quasi als Voice, weil das im Auto gut funktioniert. Wäre sonst ein bisschen schwierig. Google Glass zum Beispiel, ganz klar, sowas wäre sozial nicht akzeptabel, dass man unterwegs ist und quasi sich gegenseitig in diesem kleinen Fenster sieht, ja, wie man hier sieht. Ja. Aber sicherlich die Möglichkeit, diese ganzen Informationen zu bekommen in Google Glass. Ja. Ich glaube, wäre jetzt für Ärzte oder für Feuerwehrleute oder Polizisten zum Beispiel natürlich ideal. Ja. Aber auch ein furchterregender Gedanke, dass jeder Polizist das sehen könnte. Okay, kommen wir zu der Frage, was bedeutet alles dies für die Zukunft von Kultur und Kulturförderung? Zunächst einmal bedeutet das, dass wir in dieser radikalen Transformation sind, wir hier unten noch nicht mehr ganz die Raupe, aber wir sind schon ein bisschen rausgekrabbelt. Ne? Aber hier oben, da geht's hin, ja? Ihr bewegt euch hier oben hin. In eine digitale Welt, in der digitaler Zugang zu Informationen und in Kommunikation so normal ist, wie zum Klo zu gehen. Ja. Und da kommen wir in den nächsten 5 Jahren relativ dramatisch hin. Ja. Es gibt ja in der Schweiz auch keine Begrenzung, was wir dafür ausgeben. Wenn man jetzt im Vergleich sieht, sagen wir zu Afrika oder sowas, wo das noch viel schwieriger ist, überhaupt online zu kommen. Ja. Das ist ja hier alles 4G mittlerweile. Und dann haben wir eben diese ganzen Veränderungen, die mit den neuen Generationen zusammenhängen, also die Millennials, wo ja auch teilweise dazugehört hier, und die Generation Z, also die 1996 geboren sind bis jetzt, ja, die jetzt ungefähr 20 sind oder ein bisschen um die 20, ja, die haben ganz andere Ausgangspositionen, was sie als Heimat empfinden. Eine eurer Fragen auf dem Zettel, den ich bekommen habe, war, was bedeutet Heimat in der Zukunft?
Das ist interessant, weil wenn ich meinen Sohn frage, sagt er ja, das ist sowohl da, wo ich her bin, also in dem Falle aus dem Schwarzwald, wo er wohnt, als auch da, wo er online seine Community hat. In seinem Fall Hip-Hop und sowas. Also sind beides ist eine virtuelle Heimat und eine tatsächliche Heimat. Das hätten wir natürlich in meinem Alter niemals beantwortet, sondern ich komme aus dem Siebengebirge oder was weiß ich was. Ja. Ganz andere Antwort. Wir müssen diese vernetzte Gesellschaft verstehen. Das ist immer der erste Punkt. Also wir können nicht schwimmen lernen, ohne nass zu werden. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr diese Leute in der Zukunft empfangen wollt, im Museum oder in der Bücherei oder wo auch immer, ja, dann müssen wir erstmal verstehen, wer das überhaupt ist und was sie tun und warum sie das tun. Warum fotografieren die ihr Essen mit Instagram, ja, und laden das hoch? Ja? Was wir wahrscheinlich nie machen würden, oder vielleicht einige von euch schon, aber ich nicht, ja. Obwohl ich da nicht ganz unschuldig bin, glaube ich. Aber wir müssen neue Modelle entwickeln für diese Generation, ja, damit wir relevant und interessant bleiben. Und hier in diesem Chart sehen wir, was die machen. Ist etwas schwer zu lesen, deswegen habe ich das vergrößert ein bisschen. Man sieht hier zum Beispiel, das ist die Generation Y, also die Millennials, die 1980 ungefähr geboren sind. Ja. Denen geht es um Freedom und Flexibility. Ja. Und hier rechts, denen geht es um Technologie und um Smartphones und so weiter. Und um Face-to-Face-Connection. Interessant zu sehen, dass Millennials, also Leute, die um die 30, 35, 40 sind, denen geht es um Face-to-Face. Und den Jüngeren, denen geht es um Solutions will be crowdsourced. Also da geht es mehr um Virtual. Das ist nicht entweder oder, sondern die kann man auch gut verquicken. Also für diese zwei Generationen, das ist ganz klar, dass dieses Global Brain, ja, dass man in der ganzen Welt interessiert ist, ja, dass es nicht bedeutet, dass sie eine Absage geben an da, wo sie her sind. Local Heart, sage ich dazu. Ja. Global Brain, Local Heart, die passen zusammen. Ja. Ich glaube, dass es teilweise einfach von der Zeit her da Konkurrenzprobleme gibt, natürlich. Aber wir gehen in eine Zukunft, in der man nicht einfach sagen kann, ja oder nein. Sondern es kommt darauf an. Ja. Zum Beispiel nehmen wir die Frage, welche Daten, Informationen ihr teilt. Ja. Wäre sicherlich sinnvoll, wenn ihr beim Fußballspielen in einem großen Stadion sehen könntet, wer von euren Freunden wo sitzt. Ja? Das kann man mit einer App, die heißt Around Me. Ja? Wäre aber sicherlich nicht günstig, wenn ihr abends in die Altstadt geht und zu viel getrunken habt, dass jeder sehen könnte, wo ihr seid, um euch dann aufzufinden. Ja? Aber das ist keine schwarze oder weiße Antwort. Wir können nicht sagen, das ist grundsätzlich schlecht. In manchen Fällen schon, aber das heißt, wir müssen überlegen, wann ist Technologie sinnvoll und wann nicht. Und zum Beispiel die ganze Frage ist, kann eine Crowd, also kann die Menge smarter sein als ein Experte? Da würde ich sagen, manchmal ja, manchmal nein. Ja? Kann der Autor bei der Huffington Post besser sein auf einem Blog als der von der NZZ oder von New York Times? Ja, manchmal nein, es kommt darauf an. Kann ein Besucher in einer Galerie ein besseres Programm erstellen, ein besserer Kurator sein als der hauptberufliche Kurator? Ja, meistens glaube ich eher nicht, aber alle zusammengenommen vielleicht manchmal schon. Das muss auch keine unbedingt, man muss da keine schwarze oder weiße Antwort darauf geben. Aber diese Partizipation, das Mitwirken ist einfach ein Zeichen von dem, wo wir hingehen. Das Mitwirken ist einfach, gehört dazu. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir überall sehen, dass wir in gewisser Weise jetzt hybrid unterwegs sein müssen. Wir müssen das bewahren, was wir heute haben, das wollen wir auch nicht loswerden, obwohl das manchmal auch ein Gegensatz sein kann natürlich. Und wir müssen das Morgen erschaffen, was die Besucher und das Publikum von morgen von uns will und wie sie das wollen. Zum Beispiel, wenn man jetzt im parallelen Bereich sieht, ist ganz klar, dass öffentlicher Fernsehen, also Schweizer Fernsehen, überhaupt öffentliches Fernsehen, wird immer unrelevanter. Nicht dadurch, dass sie schlechter werden, sondern weil meine Möglichkeiten, Fernsehen zu schauen, so sind. Ne? Also sobald ich mein Fernsehen an das Internet anschließe, ja, ich habe zu Hause mein Fernsehen mit Apple TV und Roku und Netflix und so weiter, ja, auf einmal habe ich so viele Optionen, ich schaue überhaupt kein normales Fernsehen mehr. Ja? Meine Frau weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen schaut sie noch normales Fernsehen, weil sie schafft es dann nicht umzuschalten rechtzeitig. Aber die Optionen machen das viel breiter. Das heißt, mehr Optionen bedeutet, wir müssen besser sein in unserer Option.
sonst verlieren wir Publikum. Wie dieser Hase, der sagt, ich habe nicht nur zwei Möhren, ich habe Millionen Möhren. Ja? Ich habe einen Überfluss an Inhalten. Das ist unsere Zukunft. Ich habe einen Überfluss, was ich morgen Nachmittag hier machen kann. Ich kann virtuelle Reiseunternehmen mit Oculus Rift. Ja? Ich kann zu einem Rockkonzert gehen, ich kann Musik hören, ich kann tatsächlich irgendwo hingehen, ich kann alles Mögliche tun. Das heißt, da geht es darum zu sagen, okay, wie können wir in diesem Krach noch überleben? Wie werden zum Beispiel Büchereien in dieser Welt noch eine Zukunft haben, in der wir jeden Song und jedes Buch und jede Musik und jeden Film überall kriegen können? Weil die Antwort ist eindeutig. Ja? Es geht nicht mehr darum, jedes Buch und jeden Film zu kriegen. Weil dieses Vertriebsproblem ist quasi jetzt gelöst. Früher bin ich in die Bücherei gegangen, um ein Buch zu lesen, was im Handel vielleicht 160 D-Mark gekostet hat, damals, als ich an der Uni war. Da brauchte ich das Buch nicht zu kaufen. Konnte ich das lesen und nachschlagen und ja, heute kann ich das alles recherchieren auf meinem iPhone, während ich am Strand sitze. Also dieses Vertriebsproblem ist gelöst. Das heißt, jetzt sind Büchereien eigentlich ein Platz, wo ein Erlebnis stattfinden muss. Oder wo sonstige Vorteile geschaffen werden müssen, statt dem Vertrieb. Da geht es um dieses Thema. Ist nicht mehr Content is King, also Inhalte, sondern Curation. Also der Kontext, der da zum wichtigsten Punkt wird. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können hier neuen Wert erzeugen, weil jetzt ist es so, glaube ich, eins der wichtigsten. Eigentlich wollte ich es unterwegs genau draufschreiben, aber ich rede wohl etwas zu schnell dafür. Das Wichtigste hier überhaupt ist, dass wir sagen, okay, der Überfluss, den wir jetzt von außen haben, die vielen Möglichkeiten, der führt dazu, dass die Knappheit eher innen ist. Früher war die Knappheit außen. Wir konnten nicht jeden Film gucken, wir konnten nicht jede Musik hören, wir konnten nicht jedes Buch ausleihen. Es war zu teuer und zu schwierig. Heute ist die Knappheit innen und diese Knappheit ist das. Identität, Relevanz, Heimat, Vertrauen, Bezug. Das sind die wirklichen Knappheiten. Die kann auch eine App nicht beseitigen. Das heißt, wir dürfen nicht versuchen, auf dieser Seite die Schlacht zu schlagen und sagen, wir bieten noch mehr Überfluss an. Manchmal funktioniert das schon, dann kann man sagen, okay, das ist noch ein besseres Angebot. Ja? Aber im Ganzen müssen wir sagen, wir müssen mehr auf diese Seite gehen und dort mehr Angebot anbieten, was eindeutig ist, was eine eigene Erfahrung ist. Und ich glaube, wenn man das anschaut, da sind wir eigentlich schon auf dem besten Weg dahin. Denn das andere, was hier natürlich fehlt, ist, dass Technologie eigentlich alles sehr effizient macht. Also zum Beispiel Filme zu schauen, ist sehr effizient jetzt. Ich denke aber, dass Kultur und deren Förderung nicht alles effizient sein muss. Weil manchmal ist Effizienz auch unmenschlich im Sinne von dem, dass wir denken, dass wir möglichst schnell das kapieren müssen oder möglichst schnell das erfahren müssen. Und das kann oft nicht funktionieren, weil zu effizient ist auch dann oft zu unmenschlich. Ich denke, Kultur und die Förderung der Kultur muss so einen Ripple-Effekt haben. Es muss weiterführen zu irgendwas anderem. Zu einem Wert, den wir dort erzeugen, den wir nicht unbedingt festlegen können mit einer Art von Effizienzsteigerung oder sonst eine Art von Vorteil, den wir definieren können. Das Gute ist, dass durch Technologie, glaube ich, jetzt Kulturinstitutionen zu Plattformen werden können. Das heißt, auf dieser Plattform, die wir anschaffen, dort kann man virtuell was erfahren, man kann vor Ort was erfahren, man kann sich verknüpfen, man kann andere dort kennenlernen, die das auch gut finden. Man kann es in verschiedenen Arten und Weisen teilnehmen oder konsumieren, partizipieren, man kann da was dazu beisteuern. Wir müssen, glaube ich, mehr als Plattform denken und weniger als Kanal. Und wenn wir eine Plattform sind, dann sind wir auch attraktiver für eben die, die eine Plattform wollen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied von Generationen. Wenn man erstmal so 65, 70 ist, glaube ich, ist das Plattformdenken nicht mehr ganz, weil man dann einfach weniger Lust hat, sich wirklich auch aktiv zu beteiligen, in den meisten Fällen zumindest, vielleicht eher nicht ganz so mobil ist in dem Sinne, geistig oder auch sonst. Aber hier ist es ganz klar so, dass Plattformdenken
in der Zukunft dazugehört. Also Plattform zu sein, jetzt schreibe ich das wirklich mal auf, weil das ist ein wichtiger Punkt, können wir dann gleich diskutieren, deswegen steht ja auch hier das Pinboard im Weg rum. Also Plattform, nicht Kanal. Ja. Und ich glaube, das zeigt schon einen guten Weg in die Zukunft auf. Das andere ist, dass wir, wie dieser schöne Clip hier zeigt von Tiffany Schlain, von ihrem letzten Film Connected, the Movie heißt es, da geht es darum zu verstehen, dass wir alle vernetzt sind, dass wir interdependent sind. Das heißt, auf einmal sind wir nicht nur Kultur, sondern Kultur hängt mit Technologie zusammen, mit der Medienwirtschaft, solcher Film oder Print, ja, mit Kommunikation, Telekom, ja, und auch anderen Dingen. Wir hängen zusammen damit. Ja. Wir sind interdependent. Was ihr macht in der Kulturförderung, hat Einfluss auf die anderen Dinge. Ja. Was ihr macht im Museum oder der Bücherei oder bei Denkmalpflege oder Archäologie, hat mit Technologie auch viel zu tun jetzt. Hat mit Vermarktung zu tun natürlich, wenn ihr da in dem Bereich seid. Also ist interdependent. Der andere Punkt ist der, dass wir jetzt so vernetzt sind, dass wir es oft als positiv empfinden, wenn wir nicht mehr vernetzt sind. Es gibt bereits die ersten Hotels, die versprechen, dass sie A, kein Internet haben und B, euer Handy nicht funktioniert. Und man kann dort bereits Zimmer mieten, kostet extra, die garantiert keinen Empfang haben. Das ist auch in der Erkenntnis der Tatsache, dass durch die Vernetzung oft wesentlich mehr Stress entsteht. Also viele Leute arbeiten, seitdem es Social Media, sogenannte Social Media, sagen wir A-Social Media, aber Social Media gibt Leute 20% mehr arbeiten, weil sie immer irgendwas machen können, ja, sich selber dazu getrieben fühlen. Deswegen wird Offline auch der neue Luxus. Und das spricht natürlich für alles das, was ihr tut, weil man muss auch in the moment sein. Ja. Trotzdem ist es aber so, dass Online auch wie Strom sein wird, also gleichzeitig. Ja. Das heißt, es ist keine technische Frage, sondern man sieht in dieser Werbung bereits, es gibt die ersten Restaurants in den USA, wo man sein Handy abgibt an der Tür und dann kriegt man bis zu 20% Discount vom Essen. Ja? Weil man kann dann in the moment sein, heißt das. Ja? Also das ist natürlich ein gutes Zeitzeichen für das für euren Bereich. Ja. Ich glaube, dass es auch wiederkommt, aber ich glaube nicht, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Leute in der Zukunft sagen werden, mir ist das zu viel Technik, ich mache nicht mehr mit. Ich glaube, es wird einfach keiner tun können, wirklich. Ja. Wir müssen also lernen, damit umzugehen. Das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Also es wird sich eigentlich keiner leisten können, so wie eigentlich keiner heute kein Handy mehr hat. Wer kein Handy hat, der hat es entweder nicht nötig oder kann es nicht leisten oder hat religiöse Gründe oder was auch immer. Aber es ist eine schwierige Frage. Ja. Man kann die Kontrolle darüber nicht sich selber überlassen die ganze Zeit. Punkt Nummer 3 und dann haben wir Diskussion. Also diese digitale Transformation ist mega herausfordernd an unsere Rollen. Hier sehen wir einen Clip von einem Diagnosegerät, das heißt Scanadu. Scanadu ist ein Gerät, das wir an das Phone anschließen, was mein Blut abzapfen kann, was meinen Puls fühlt und eine Diagnose erstellt, die Diagnose von 10 Ärzten den Rang ablaufen soll. Ja, dieses Gerät gibt es Ende des Jahres auf dem Markt. Das heißt also, ich kann meiner Oma dieses Gerät schicken, meine Oma schließt das an und sie kann dann eine Diagnose kriegen über das Internet, ein virtueller Doktor sozusagen, ja, und sich den Besuch beim Arzt sparen. Das ist auch das neue Gerät von Apple, soll das auch tun. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, was der Arzt darüber denkt. Ja. Jetzt aber die wichtige Frage, ich habe letztes Jahr ein Seminar gemacht für Ärzte. Ja. Viele Ärzte haben so reagiert, dass sie gesagt haben, das ist ganz schlecht, weil dann wird unsere Autorität unterminiert. Ja. Andere haben gesagt, das ist super, weil diese Arbeit will ich sowieso nicht tun, die ist trivial. Ja. Lass die Maschine diese Arbeit tun. Jetzt stellt sich raus, dass Recherche gesagt hatte, bis zu 80% der Arbeit eines Arztes kann durch eine bessere Krankenschwester und durch Technik zum Großteil ersetzt werden. Ja. Weil natürlich der Arzt sowieso keine Zeit hat für Gespräche, wenn er die Runden macht in der Klinik, weil er genau diese Arbeit machen muss, diese robotermäßige Arbeit sozusagen. Ja. Das heißt, wir haben da Rollenveränderungen, die für uns alle anstehen. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich für viele eurer Rollen in den nächsten 5 Jahren auch eine
zwischen 20 und 50-prozentige Rollenveränderung ansteht. Was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun, natürlich auch von den Kosten, wie wir heute schon gesehen haben, effizienter zu tun, mit mehr Technik zu tun. Ganz sicherlich auch so, dass diese Maschinisierung, die Automatisierung, die Digitalisierung, zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Airport geht in Amsterdam, ja, dann gibt es keine Person mehr, die den Koffer abnimmt. Ja. Ihr geht dahin und steckt den Koffer in das Loch, ja, und der verschwindet. Der tut das selber. Oder es gibt beim Check-in keine Person mehr, sondern einfach euer Handy. Ja. Das werden wir überall sehen. Eine Recherche von Oxford hat gezeigt, schon letztes Jahr, dass bis zu 50% aller Jobs von Automatisierung und Digitalisierung gefährdet sind. Aber das Gute daran, das ist bis zu 60% aller Jobs, die es in 10 Jahren gibt, noch gar nicht erfunden sind. Ja. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel darüber gegeben, neulich in 20 Minuten, der Privatsphärenmanager. Ja. Den wird jede Firma haben. Ja. Euer Kanton bestimmt mehrere, wahrscheinlich gibt es da auch schon jemand. Der Privatsphäre-Manager von Angestellten, von anderen, ja, der das zusammenbringt, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Jobs werden sich verändern. Und zwar werden sich dahin verändern, dass wir alles, was Maschinen machen können, nicht mehr selber machen. Und das ist eigentlich keine schlechte Sache. Nur das Problem ist halt, wenn unsere Arbeit sowieso sehr robotermäßig ist, sagen wir zum Beispiel Checkout im Supermarkt, ja, oder sowas, dann wird es natürlich eng. Das heißt, wir müssen uns auf neue Arbeit einstellen. Es wird eine neue Logik geben, wie wir im ganzen Bereich Auto sehen. Ja, bin gleich soweit. Es gibt natürlich auch ganz mögliche neue Möglichkeiten, Dinge zu entdecken. Da sehe ich auch große Herausforderungen und Möglichkeiten, zum Beispiel in der virtuellen oder Augmented Reality. Hier sehen wir einen Museumsbesucher, der mit Augmented Reality etwas anschauen kann und dann rein und raus zoomt und Objekte erkennt. Die Technik kennt ihr bestimmt auch. Ja. Das ist in der Zukunft sicherlich so trivial wie heute ein Handy. Ja. Also die Metadaten von diesem Ausstellungsgegenstück zu erkennen und dann da hineintauchen zu können. Ja. Die zum Beispiel den Besuch wesentlich attraktiver machen. Ja. Also für manche, eben nicht für alle. Das ist schon Fragmentierung auch, die wir da sehen. Oder hier unten sehen wir die Möglichkeit, zum Beispiel virtuelle Besuche zu machen. Über ein Gerät, das heißt Oculus Rift, was man anzieht wie eine Art von Helm. Ja. Die bereits dabei sind, die 50 wichtigsten Museen der Welt virtuell darzustellen. Ja. Das heißt, ich kann dort virtuell das Museum besuchen. Die Firma heißt Europeana. Ich ziehe dieses Gerät an, ja, und kann dann quasi die Umgebung virtuell von außen besuchen, ja, in 3D. Ja. Ich habe es schon mal ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Aber das Gute daran ist, dass dieser virtuelle Besuch dann dazu führt, dass Leute sagen, ich habe das schon mal gesehen quasi, aber wenn ich dann in Amsterdam bin, dann gehe ich dann definitiv dahin, um eben diesen Zusammenhang darzustellen. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die wir in der Zukunft sehen, also neue Interfaces, ich schreibe das auch mal hier so auf, weil das, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ja? Also neue technische Möglichkeiten, das zu sehen, was sie anbietet. Zum Beispiel für Denkmäler wäre das sehr interessant, fände ich, eine Art von virtuellen Besuch machen zu können. Das kommt sicherlich in der nahen Zukunft auf uns zu. Also was wir hier sehen, ist sicherlich das, Fragmentierung. Ich kann schon von euch sagen, dass einige hassen diese Ideen und andere lieben diese Ideen. Das liegt halt daran, dass manche sagen, das würde ich sofort tun, das finde ich total gut, und andere sagen, das ist Blödsinn. Das heißt, wir haben eine Zukunft, die fragmentiert ist. Es gibt nicht nur 2, 3 Besucher, sondern es gibt 100 verschiedene Arten von Besucher. Der Trend zur Fragmentierung wird zunehmen. Wir müssen auch Angebote personalisieren können. Der eine mag es so, der andere mag es so. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, auch eben für eine Art von übergreifender Kultur. Partizipation, das ist eine der wichtigsten Worte. Die Mitwirkung der Besucher, ja, der User, wie man sagt, ja, an dem, was wir tun. Das wird immer wichtiger, weil wir damit auch ein neues Publikum schaffen, was Dinge weitersagt. Das ist der dritte Punkt. Und ich glaube, dass wir da an einem Punkt sind, wo wir ganz klar sagen müssen, da können wir relativ leicht was dazulernen von anderen, die es tun.
wie man Leute mit hineinzieht, involviert. Weil da schaffen wir auch ein neues Publikum, neue Audience, die andere Dinge machen. Also diese Transformation, ja, und da habe ich ein bisschen recherchiert darüber, da ist mir dieser Begriff aufgefallen, die gesagt haben, wir gehen von Collection, also von Sammeln, zu Connection. Ja? Also wir sammeln nicht nur alles und dann stellen wir es dahin, sondern wir erlauben eben auch Leute, sich um diese Sammlung zu vernetzen. Ja? Und neuen Wert darum gemeinsam zu erzeugen. Also nicht nur Collection, sondern auch Connection. In der Früher war diese, früher vor 10 Jahren noch, war diese Connection einfach technisch gesehen wahnsinnig schwierig. Es gab nicht die Vernetzung, die wir heute haben. Die gibt es jetzt, das heißt, wir können jetzt diese Connection schaffen und ich habe das mal übersetzt zu sagen, nicht nur konsumieren für den Besucher, sondern auch partizipieren. Das wird immer wichtiger. Und das ist auch ein neues Publikum, die werden dann dafür zahlen, dass sie nicht, dass sie dann eben das Denkmal sehen, das wollen sie sowieso sehen, sondern dass sie darüber drumherum partizipieren können. Und zwar auf die Art und Weise, wie sie es gerne hätten. Dann andere sagen, was wir bei Büchereien zum Beispiel ganz klar sehen, das wird eine Creation Library, ja? Nicht nur eine Collection Library, was da stattfindet. Ja? Und das Sprichwort hier von Plato, der gesagt hat, let education be some kind of amusement. Weiß nicht, wie das auf Latein heißt, aber das ist... Ja? Also da gibt es ein Foto hier von Burning Man übrigens. Wo ein ähnliches Motto gilt, also diese Creation Library, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, später mal diskutieren sollten, was das bedeutet. Bei Zeitungen sieht man das zum Beispiel, was sie auch tun, um ihren Wert zu erhöhen, dass sie sagen, wir zeigen neuen Wert um die Inhalte drumherum. Also der Wert einer Zeitung ist nicht, dass ich den Artikel lesen kann, den kann ich überall lesen, sondern wie ich ihn lese, wann ich ihn lese, wer was dazu gesagt hat, wer ihn auch gelesen hat. Ja, welche anderen Videos und Fotos gibt es drumherum, ja, die ganzen Werte drumherum. Zum Beispiel, ich abonniere den Economist für $150 im Jahr, nur deswegen, weil ich ihn anhören kann. Ich würde natürlich nicht anhören, wenn die Journalisten schlecht wären, aber auch andersrum würde ich es nicht abonnieren, wenn ich es nicht anhören könnte. Das heißt, das ist so dieser Added Value, glaube ich, den wir in der Zukunft sehen, da gibt es ein tolle Quote, the greatest subjective value to things that are scarce. Also alles, was wichtig ist für uns, wird eher knapp. Ja? Und das ist Relevanz, das ist Zeit, das ist Beziehung, das ist Vertrauen. Ja? Das ist das, was knapp wird. Und ich glaube, da müssen wir darüber nachdenken, wie wir das schaffen können, dass Leute das denken. Und zwar genau andersrum eben zu sagen, Technologie wird natürlich überall dabei sein, aber wir wollen deswegen nicht in eine Art von Maschinendenken verfallen. Und so viel auch digital passiert, glaube ich, das kann sehr, sehr erfolgreich sein, aber es wird immer dazu führen, dass wir eben auch einen Schritt weiter gehen müssen, als die Informationen hineinzustecken, die Nullen und Einsen, die Erfahrung zu sammeln. Was auch immer wichtiger wird, ist das Vertrauen in den Kurator. Also wenn ich jetzt irgendwo ins Museum gehe, mich in das Reich eines anderen begebe, dann würde ich das nicht tun, wenn ich denke, dass es einfach nicht gut ist. Dass ich meine Zeit verschwende. Dann gehe ich lieber auf YouTube. Dann kann ich jederzeit an- und ausschalten und bezahle nichts. Das heißt, da wird es immer wichtiger, auch die Qualität hochzuhalten. Und das, was wirklich dort stattfindet. Kurz zum Vermarkten und dann gehen wir zu Fragen über. Wichtigster Punkt für Generation Y und Z, also für die Leute zwischen, sagen wir mal, 15 und 35, 38, ja, ist, dass wir oder ihr unverzichtbar werden müsst. Wie Sauerstoff. Weil was stattfindet jetzt, ist dadurch, dass so viele Dinge auf einmal parallel passieren, meine Möglichkeiten Überfluss da sind. Ja. Sobald ich verzichtbar wäre, werde ich verzichtet. Ja. Sobald es keinen richtigen Grund mehr gibt, dorthin zu gehen, ja, dann gehe ich nicht mehr hin. Also es muss die Verzichtbarkeit, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie schaffen wir das, dass ihr wie Oxygen wird? Und was können wir tun, was zum Beispiel diese Firma Airbnb, kennt ihr vielleicht? Ja? Airbnb vermietet Wohnungen und Häuser, die leer stehen, die man selber hat, an andere in einer Art von Vertrauenssystem. Ja? Mittlerweile gibt es 1,2 Millionen Häuser, die weltweit da vermietet werden. Ja? Also ist da quasi dieses Ersatz von einem Hotel, ja.
Was wir lernen können von denen ist, dass sie das so tun, das geht nur über digitale Technik, also Mobil, Internet, Database, was man als Big Data bezeichnet. Ja. Können wir Modelle entwickeln, die nur digital funktionieren? Das wäre mal eine wichtige Frage für das nächste Meeting. Ja. Also, die überhaupt nur funktionieren, weil Leute ein Handy haben. Ja. Dann haben wir nämlich einen Punkt gefunden, wo wir sagen können, damit können wir die abholen, die so zentriert darauf sind, also Digital Native sozusagen sind. Ja. Denn die werden dann auch wiederum das andere entdecken, was da noch dahinter verborgen ist. Für die Kulturvermarkter wird auch immer wichtiger, den Kunden zu verstehen, also die Daten und was der User wirklich denkt und meint, auch zu sehen. Was man als Big Data bezeichnet. Ja. Also, was meinen die von der Ausstellung? Was wollen sie lieber sehen? Was für eine Art von Zugang wollen sie? Das kann man alles sammeln. Ja. Und das wird auch immer wichtiger für die Vermarktung, das zusammenzubringen. Ich komme zum Schluss. Also, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Schmerz vermitteln können. Ein bisschen Liebe vermitteln können. Aber es geht um beides. Ne? Also, wir müssen das akzeptieren, dass es manchmal Alarmglocken auslöst bei uns, wie sich Leute verändern. Und wie sich auch die Besucher und die Kultur verändert. Gleichzeitig müssen wir schauen, bei dieser ganzen Technik ist es eigentlich so, dass wir sagen können, okay, die Logik dahinter ist klar, aber wir können unsere Zukunft nicht von dieser Logik ableiten, sondern wir müssen sie durch Intuition finden. Ja? Sonst wäre es auch zu einfach. Ja? Wir müssen also schauen, wo das hingeht. Logik beweist, Intuition entdeckt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir jetzt noch eine gute Diskussion haben. Wir können auch direkt ein paar Fragen nehmen. Ihr könnt diese Slideshow nachher herunterladen bei mir, futuristgerd.com, das ist meine englische Webseite, und gerdleonhard.de, das ist meine deutschsprachige Webseite. Ich lade das dann nachher darauf. Das war eine Menge Zeug jetzt. Ja? Ja, vielleicht, wenn ich nochmal ganz kurz zusammenfassen kann, bevor wir dann in Diskussion gehen. Okay. Wichtigster Punkt, ich glaube, für euch die Gelegenheit, in den Bereichen, wo ihr arbeitet, mit eurem Angebot zur Plattform zu werden. Also nicht mehr nur ein Kanal zu sein oder eine Destination, wo man hingeht, sondern eine Plattform, neue Interfaces und Technologie zu nutzen, mobil, Augmented Reality, Virtual Reality, Social Media und so weiter, ganz klar. Partizipation zu erzeugen mit denen, die kommen oder vielleicht kommen wollen, das ist auch eine Art von Marketing natürlich. Und vielleicht darüber nachzudenken, was kann man eigentlich machen, was nur deswegen funktioniert, weil Leute jetzt vernetzt sind. Denn das würde auch ein neues Publikum erzeugen. Vielen Dank und ich sehe Diskussionen entgegen. Wir bauen jetzt